Peng. Hey, ciao. Du, hörst du das? Ich habe jetzt einfach Knöpfe im Ohr. Das habe ich das letzte Mal nicht gehabt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss da steigen laufen. Warte. So. Da geht ein anderes Loch ab. Ich sage das. So. Das ist jetzt folgendermassen, dass ich jetzt dich gerade nicht anschauen kann, weil sonst gehe ich da noch Geräte raus und das wäre dann irgendwie weniger vorteilhaft heute Abend. Du weißt, was ich meine. Man weiß ja nie, was passiert. Oh oh. Es ist jetzt etwas um die Viertel vor vier oder etwas. Ui, die vielen Stege. Ganz viel. Hat mir jetzt hier noch eine Wanderung eingeschneit. Und dann habe ich noch rasch meine Tante getroffen, die ziemlich angespannt war und so ein ziemlich negativ drauf mit allem, was sie gesagt hat, aber wahrscheinlich einfach fest gestresst. Konnte ich aber recht gut bei mir bleiben und nicht irgendwie. Manchmal mache ich dann wie auch mit und nachher verfängt man sich so im Negativen. Und das habe ich jetzt heute irgendwie nicht gemacht und es hat irgendwie wie mehr genützt. Also, ich habe das Gefühl, ich konnte mehr damit dienen, als wenn ich einfach mitgehupet hätte. Aber es war auch schön, sie zu sehen. Herzige Bölle. Ja, das ist so eine Idee. Und dann habe ich bei meinem Vater etwas vorbeigebracht. Hey, ich werde richtig eine Liebe aufs Alter, das ist unglaublich. Habe ich ein Kärtchen und ein kleines Textilgeschenk für ihn. Ich bin aber froh, bin ich nicht vorbeigegangen, weil er, ich habe ihm noch schnell angerufen vorher, um zu sagen, du hast ja etwas in deinem Briefkasten. Und er ist ja, er kann nicht so gut mit Nähe umgehen. Manchmal ist er sogar sehr, sehr böse. Und jetzt ist er ist immer erst nett beim Ciao sagen. Und heute hätte ich es jetzt nicht noch vertreten, das auch noch. Weil dann ist dann so, ah ja, gut, etwas im Briefkasten, so eine Idee. Und erst beim Abhängen dann, dann bin ich froh, dass ich nicht vorbei bin. Und dann hat er aber gemerkt, jetzt hängen wir langsam ab. Und dann ist dann die Nähe nicht mehr so bedrohlich. Und dann kommt dann plötzlich, oh Mere, danke vielmals. Ja, da gehe ich gerne am Briefkasten. Und ich so, that's a different person than 5 minutes ago. Aber ist gleich, aber sehr herzig. Ich glaube, das ist sein eigentliches Gesicht. Und wenn er das Gefühl hat, der Bär ist wieder am Abzotteln, dann teilt er auf. Und wenn man vor ihm steht, dann hat er einfach das Gefühl, man sei ein Bär und macht. Aber das kenne ich ja auch. Ich bin ja manchmal auch so. Du auch wegsehen. Oh ja, leck mir, du auch. Ah, geil. Wir sind alle auf dem gleichen Lag. Nicht wie ich meine. Nicht wie ich meine. Oh, fucking hell. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich so durchlaufe. Also, ich bin da bei den Reichen, weißt du nicht, ich meine, Zürichberg und Thyssen. Aber es ist noch schön, so Lauballee und, ah, schau da hinter mir. Ah, oh, weißt du, in so einem Erkerli wohnen, können wir so ein Haus machen oder haben, oder? Oh, das wäre doch jetzt noch. Hey, und jetzt muss ich irgendwie dann heim und mal unter die Dusche und so. Das Gefühl, ich hätte eine Ahnung, was anlegen. Und wie man sich schminkt, habe ich irgendwie alles vergessen. Nein, also es wird schon irgendwie gehen, aber ich habe keine Ahnung, was anlegen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, also, es wird eh nicht passieren. Also ich meine, was heisst passieren? Der Nico hat mir dann eben gestern noch gesehen, hat er auch recht. Er sagt, hey, du musst dir einfach ganz klar überlegen, falls irgendetwas könnte passieren, musst du dir nur überlegen, wie viel bist du bereit, ohne dass daraus etwas werden würde. Und ich so, wieso? Und er so, weil man es nicht weiss. Du kannst nicht im Vorfeld abklären und sagen, also gut, man muss aber nur wenn und du dann und immer. Und also, weißt, also du musst wie das können machen, falls es dazu kommt. Wenn Schmuss ist, dann Schmuss nur, wenn du weißt, das könnte zuerst und das letzte Mal sein und es könnte sein, dass du nachher wieder 2 Monate nicht mehr hörst. Und ich sage, das ist eigentlich noch ein guter Tipp. Weißt du nicht im Sinne von, oh, und dann, oh, wenn die Leute recht an, kennst du diese oder nach einem Jahr später, so du schön dort, hast du nachher nie mehr. Wie der Tom war so, oder? Wahnsinnig lässig und ewig lang gewartet, bis wir dann mal endlich geschmust und nachher so ein paar nie mehr gehört. Also ich habe wirklich nie mehr gehört. Ich weiss nur, dass er zurück ist zu seiner Frau. Wow, das wäre genau der gleiche Fall. Jesus Christ! Jedenfalls eben, ja, so von wegen dort hat er schon recht, oder? So von wegen nicht einfach ein bisschen rein. Mehr als Schmuss würde ich so oder so nicht machen, kann gerade Deutsch und Deutsch sagen, aber einfach, ich muss dann schauen, ob ich überhaupt das will, wenn
keine Lust, um einfach ein bisschen da das Abenteuermaterial zu sein. Das stimmt im jetzigen Zustand in meinem Leben, an meinem, wo ich gerade stehe, stimmt es nicht. Das kann man dann wieder machen, wenn man wieder ein bisschen Übung hat und ein bisschen Halotri und ein bisschen Konfetti und so, aber nicht, ganz sicher nicht jetzt. Müsstest du vielleicht vorher mit mir üben? Also, bevor du dir da jetzt noch, bevor du noch abstellst, vor Hessig, hey, ich habe schon ein Doppelkino, siehst du das? Das ist ja eine Katastrophe. Blümli-Salbstrasse, ja, wenigstens das ist herzig. Also, los jetzt. Mörli-Strasse ist ja noch herziger. So. Also, oh, jetzt laufe ich an ein Sofa hin. Das ist ja Wahnsinn. Wenn wir uns gerade auf dem niederlassen können. Du wirst jetzt gleich sehen, es ist ein rotes und noch ein Seitensessel. Du, was die Leute alles rausstellen, ist demnächst ein Flatscreen auf der Straße. Schau, so sieht das aus. Ja, noch königlich, oder? Genau. Also genau, was soll ich anlegen? Jesus Christ. So richtig im Strümpf von so Zeug, oder was? Was so Zeug? Ich kann ja nicht einfach Trainer so anlegen, weißt du, meine? Aber ich will auch nicht so eine Überstellung, also ich weiß eigentlich überhaupt nicht. Aber irgendetwas noch so ein bisschen nett. Gerne auch so ein bisschen Oversize, aber gleich irgendwie noch nicht. Also weißt du, irgendwie... Oder soll ich so Stil extra mit den Knickerbockers und den Wanderschuhen? Thermoliebli und tschüss zusammen. Nein, komm, also ich mache es eigentlich, ich weiß doch auch nicht. Sonst bin ich einfach nur wirklich sehr happy, dass es so Wetter ist, sagt das Bild. Das macht es im Fall einfach wirklich aus, diese Tage, weil heute Morgen, der Schmerz ist wirklich nicht mehr geil. Das ist auch jetzt nicht geil. Und am Morgen war es wirklich nicht geil gewesen. Und ich habe gedacht, hey Scheiße. Das hat mir wieder mal so ein bisschen Angst gemacht, weil wirklich ich fast nicht aufstehen konnte. Im Bett hat es mir weh und überall. Und jetzt geht es zum Laufen und das Wetter macht für mich jeden Unterschied. Ich kann raus, ich kann im Laub umlaufen, es ist warm genug, ich muss nicht 7 Milliarden Jacken mitnehmen und mir Sorgen machen und schief verrühren, weil ich immer sehr schnell kalt habe. Nein, habe ich jetzt nicht. Es ist noch warm genug. Ich sehe Büsi und alte herzige Leute und alte nicht herzige Leute und junge herzige Leute und junge nicht herzige Leute. Einfach, ich sehe Menschen und es ist, ich bin draußen und ich muss einfach immer auf den Matten liegen und das ist die Welt. Und es wird Zeit, dass die OP kommt und ich sage das. Aber es ist wirklich ein Geschenk vom Himmel, dass es jetzt einfach die Tage so schön ist und ich glaube auch noch anhaltend offenbar. Ich meine, ich könnte im Fall nicht wählen. Jetzt geht es. Also, ausser, es gibt schon ein paar Sachen, aber ich meine, das finde ich schon ziemlich geil. Einfach danke vielmals, dass das so ist. Falls du der Wettermacher bist, danke schön. Falls nicht, trotzdem danke. Also, hey, man hört sich wieder. Vielleicht bin ich morgen einfach nur eine schwarze Wolke, vielleicht aber nicht. Werde es sehen. Also, ade.